Hallo, liebe Zuschauer, der Frieden sei mit euch, willkommen. Es gibt heute auch wieder jede Menge Nachrichten, Endzeitnachrichten, und die sind nicht gut. Das Ganze wird sich jetzt wohl Richtung Dritter Weltkrieg ausbreiten, immer mehr. Die Provokationen nehmen täglich zu. Da habe ich einige Nachrichten dazu, vor allen Dingen was Ukraine-Russland angeht. Darüber hinaus natürlich auch NATO-Russland. Die Sachen mit China und Taiwan lassen wir heute mal ganz weg, weil die kommen natürlich auch noch dazu. Ja, aber wir schauen jetzt mal, wir haben hier einige Nachrichten, was die Ukraine betrifft. Und ja, wie gesagt, Jesus Christus wird wiederkehren, und er hat uns gesagt, er hat uns geschrieben, in der Schrift hat er uns eben gesagt, was alles passieren muss und was auch dann die Drangsal ist, die siebenjährige Drangsal. Und ja, es gibt aber auch eine sehr gute Nachricht, und das ist überhaupt die gute Nachricht, und die stelle ich jetzt mal voran. Das ist nämlich das Evangelium, Euangelium. Ja, das heißt einfach die gute Nachricht, die gute Botschaft, und die steht im 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 1 bis 4. Das Evangelium, ja, nämlich, dass ihr gerettet seid, ja, wenn ihr an den Christus glaubt, der für eure Sünden, für unsere, für deine, für meine Sünden gestorben ist, persönlich, persönliche Sünden, ja, vor Gott gestorben ist, beerdigt wurde, am dritten Tage wieder auferstanden ist. Ja, wenn wir an ihn glauben, sind wir errettet. Und so steht es auch in Römer Kapitel 10, Verse 9 bis 11. Ja, wenn du mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst, ja, und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so bist du gerettet. Ja, denn mit dem Herzen glaubt man, gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ja, also mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen. Ja, dann wirst du gerettet. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Ja, und das ohne Werke, ohne dass ich sage, ich bin gut und ich mache und ich tue, weil eine Sünde reicht aus, ein schlechter Gedanke reicht aus, und du fällst aus dieser Heiligkeit Gottes hinaus. Und das, daran sehen wir schon, das geht gar nicht. Ja? Wir haben wahrscheinlich 10.000 Gedanken am Tag, und du kannst nicht dafür garantieren, dass nicht ein unreiner Gedanke dabei ist. Daran erkennen wir das Opfer Jesu Christi brauchen wir. Ja, dieses Blut musste fließen, damit wir reingewaschen sind vor Gott. Wir brauchen dieses Opfer. Und wir brauchen es nur annehmen, ohne Werke. Ja, rein aus Gnade sind wir errettet. Ja, nehmt ihn doch an, weil das wird sich jetzt alles weiter verschärfen. So, jetzt gehen wir in die Nachrichten. Ja, und zwar haben wir hier wieder die griechische Seite War News 24/7. Hier stehen immer, wie gesagt, ich weiß nicht, wo die ihre Nachrichten herbekommen, aber das finde ich halt sehr nah dran am Geschehen. Und hier heißt es, bereiten Sie Ihre Verwandten vor, Sie gehen in die Ukraine. Die britische Armee hat offizielle Anweisungen für einen Krieg mit Russland erhalten. What? Ja? Die Briten sind Mitglied der NATO. Ja, das heißt, wenn die jetzt da in die Ukraine gehen, um für die Ukraine zu kämpfen gegen Russland, dann ist das der Bündnisfall der NATO, und dann sind wir im Dritten Weltkrieg. Ja, schauen wir mal hier rein kurz. Ja, dem britischen Militär wurde laut Daily Mirror nun offiziell geraten, sich auf einen möglichen Militäreinsatz in der Ukraine vorzubereiten, um sich dem Konflikt gegen Russland anzuschließen. Darüber hinaus wurde auch dem britischen Militär geraten, seine Angehörigen auf eine solche Entwicklung vorzubereiten. Dies erklärte Warrant Officer Carney oder Carney, der ranghöchste Unteroffizier des britischen Militärs. Insbesondere das Militär, sagte er, sollte ihre Familien
auf den möglichen Einsatz britischer Soldaten in der Ukraine vorbereiten, um in einem seit 6 Monaten andauernden bewaffneten Konflikt gegen Russland zu kämpfen. Ja, hier auch nochmal, ja. Hey, ja, er fügte hinzu, dass es angesichts des Konflikts in Europa und des aggressiven Russlands und britischer Soldaten sehr vernünftig sei, realistisch zu sein, was passieren könnte. Ja, okay. Hier sagt ein ranghoher britischer Offizier, dass eben die Briten sich darauf vorbereiten sollen oder die Angehörigen der britischen Armee in die Ukraine zu gehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nächste Meldung. Auch von War News 24/7. Hier heißt es: Kiew evakuiert Ostukraine. Größte Menschenbewegung in der ukrainischen Geschichte beginnt. Flächendeckender russischer Bombenanschlag. Ist nicht immer so toll übersetzt, finde ich hier, aber mit dem Google-Übersetzer. Ja, aber hier sehen wir, aha, Kiew evakuiert die ganze Ostukraine. Ja, die größte Menschenbewegung in der ukrainischen Geschichte beginnt. Die Regierung Selenskyj fährt mit einem Befehl zur Zwangsräumung der Ostfront unter der Last der überwältigenden Überlegenheit der russischen Armee fort. Aha, wir haben hier eine überwältigende russische Überlegenheit. Ja, das, was ja in den Westmedien immer geleugnet wird. Ja. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Rückzug mit einem möglichen Kapitulationsversuch der Ukraine verbunden ist, um den Krieg durch die Teilung der Ukraine zu beenden und Odessa und Nikolajew für Kiew zu retten, also die beiden Städte da. Ja, Zelensky gab in seiner Rede dazu an, dass die Zählung verloren gegangen ist und die russische Armee hat Tonnen von Munition freigesetzt. Die Gesamtzahl verschiedener Marschflugkörper, die Russland gegen uns eingesetzt hat, liegt bei fast 3.500. Die Schläge der russischen Artillerie sind einfach nicht zu messen. Sie sind so intensiv, sagte er, ne, in diesem Video hier. Ja, und dann sagt er eben, insbesondere unter dem Druck der Rechtsgruppen, dass es nicht genug getan habe, um Zivilisten in Kriegsgebieten zu schützen, unternimmt Kiew das, was die stellvertretende Ministerpräsidentin Irina Vereshchuk als die größte Menschenbewegung in der Geschichte des unabhängigen ukrainischen Staates bezeichnete. Ja, man will das hier, die Ostukraine, wohl offensichtlich aufgeben und evakuieren. Ja, nach ihm hier. Und ja, das ist wohl sehr realistisch, denke ich mal. Gut, dann kommen wir zu weiteren Nachrichten. Ja, das haben wir natürlich jetzt auch gesehen. Und zwar haben wir das hier mal auf Halturna, habe ich hier einige Meldungen. Ja, angeblicher Autobombenleger identifiziert. Ukrainische Nazifrau, Mitglied des Azov-Bataillons, heißt es hier. Elemente innerhalb Russlands haben Behauptungen veröffentlicht, dass die Frau, die oben zu sehen ist, die Person ist, die den Autobombenanschlag auf die Russin Daria Dugina verübt hat, deren Auto in die Luft gesprengt wurde, als sie von einer kulturellen Veranstaltung innerhalb Russlands fuhr. Also die Russen scheinen hier die Täterin erkannt zu haben. Die Explosion wurde angeblich durch die Fernzündung einer Autobombe ausgelöst, was bedeutet, dass der Bombenleger, also die Bombenlegerin, genau wusste, wer getötet werden würde. Die oben abgebildete Frau wird von russischen Quellen als Natalia Fowk, geborene Schaban, eine 1979 geborene Ukrainerin, identifiziert. Das oben abgebildete Ausweisfoto stammt von der ukrainischen Nationalgarde. Angeblich lebt sie im 24. Bezirk in oder bei Mariupol.
Ja, hier ist der vollständige Militärausweis, heißt es. Der russische FSB, früher KGB, sagt eben, die Frau und ihre jugendliche Tochter Sofia Schaban kam am 23. Juli in Russland an. Ja, und der Angreifer soll den Anschlag einen Monat lang, also die, ne, einen Monat lang vorbereitet haben, indem sie eine Wohnung im selben Wohnblock mietete und sich über Duginas Lebensstil informierte. Ja, dieser Anschlag ist natürlich auch ein Schlag, sag ich mal, ins Gesicht der Russen, und das hat Folgen, also kommen wir gleich noch zu. Hier geht es noch weiter. Und hier unten steht dann noch: oberflächlich betrachtet wurde also die Tochter eines prominenten russischen Intellektuellen, Alexander Dugin, in die Luft gesprengt, angeblich von einer ukrainischen Nazifrau des Azov-Bataillons. Und dann haben wir hier noch ein Update, 14:26. Russland hat nun seine Behauptung über diese Frau bestätigt, indem es Videobilder veröffentlicht hat, auf denen zu sehen ist, wie sie denselben Wohnblock wie das Opfer betritt und verlässt, sowie Sicherheitsvideos mit Zeit- und Datumsstempel von russischen Grenzkontrollstellen und so weiter und so fort. Ja, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus den Nachrichten. Ja, aus Kiew gab es erstmal keine unmittelbare Reaktion auf die SFB-Erklärung. Na, soweit, das kennen wir auch aus den Nachrichten. Und dazu eine weitere Nachrichten auch eben von der Hal Turner Radio Show diesbezüglich eben. Und ja, hier heißt es: Update 10:20. Russland droht mit militärischer Antwort gegen NATO-Land wegen Autobombenanschlag, also wegen dieses Anschlags. Ja, gigantische Breaking News hier aus Russland. Die russische Regierung kündigte heute eine militärische Antwort auf den Autobombenanschlag an, bei dem am Wochenende Daria Dugina in Russland getötet wurde. Also die mutmaßliche Attentäterin hält sich angeblich in einem bestimmten, namentlich genannten Land versteckt, das Mitglied der NATO ist. Alle Einzelheiten heute Abend in der Hal Turner Radio Show steht hier, und der Update geht hier dann eben weiter. Hier zum Beispiel um 19 Uhr heißt es: ein zweites NATO-Land weist seine Soldaten jetzt offen an, ihre Angehörigen auf ihre Abreise vorzubereiten, um in die Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Unfassbar, ne? Ja, Einzelheiten ebenfalls in der Radiosendung heute Abend heißt es, und dann hier nochmal ein Update um 22:20 Uhr. Russland hat dem Land Estland, das ist das Land, wo sie sich halt versteckt hat oder hingeflohen ist, Russland hat dem Land Estland mitgeteilt, dass es eine militärische Antwort geben wird, wenn Estland nicht die des Bombenanschlages Mordes verdächtigte Natalia Wovk von der ukrainischen Nationalgarde ausliefert. Estland ist Mitglied der NATO. Ja, Natalia Wovk wird nun in Russland wegen des Bombenanschlags und des Mordes angeklagt, floh nach dem Bombenanschlag über die Grenzübergänge Pskov nach Estland und wird angeblich in einer geheimen NATO-Einrichtung in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Emery versteckt gehalten. Der Luftwaffenstützpunkt Emari ist ein Militärflugplatz in der Nähe von Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Wenn Estland den Mörder nicht an Russland ausliefert, gibt es Gründe für harte Maßnahmen gegen Tallinn, weil es einen Terroristen beherbergt, sagte Wladimir Jabarov, ein hochrangiges Mitglied des Russischen Föderationsrates.
Ja, und während ich das hier lese, wahrscheinlich gibt es weitere Nachrichten, aber man kommt ja nicht mehr mit. Ihr kennt ja die gute Nachricht vom Anfang. Ja, weiter geht's. Hal Turner, was haben wir hier noch? Ah, hier, ach ja, genau. Es geht ja um dieses seltsame Kernkraftwerk in Saporischschja. Ich kann das nicht aussprechen, entschuldigt bitte. Also hier gibt es ein Video. Und wo eben also das Kühlwasser eben austritt, ja, eine Meldung vom 22. August, noch nicht so alt, und gestern. Ja, und wie gesagt, hier sieht man auf diesem Video eben, dass Kühlwasser aus diesem Kernkraftwerk austritt. Und wir hatten das ja schon, die Meldung, dass man hier davon ausgeht, dass die Ukrainer eventuell das Kraftwerk beschießen, damit es Radioaktivität freisetzt. Völlig wahnsinnig, ja. Damit die radioaktive Wolke dann eben nach Russland zieht, ja, und dann Schäden dort anrichtet. Ja, wie gesagt, ich spiele das Video hier allerdings nicht ab. Ich werde wieder alles verlinken, alle Nachrichten hier. Ja, das dazu und eine Sache hatte ich noch, die wollte ich letztes Video noch einspielen, und zwar aus China. In China werden jetzt große ich meine, Covid-Camps gebaut. Covid-Camps werden dort gebaut, und da gibt es mehrere Videos, kann man auf Telegram-Kanälen zum Beispiel sehen, und ja, schauen wir mal da rein. Okay, schauen wir mal hier. Ja, ist das nicht schön? Mit schöner Musik untermalt. Na, hier sehen wir also eins von vielen Videos, und das ist auch eins von vielen Camps, ne? Lagern, darf man das sagen? Ja, und also wie gesagt, für Covid-Quarantäne. Und das wird die Zukunft sein, weil letztendlich. Also in dieser Drangsalszeit, in der siebenjährigen Drangsalszeit. Ja, und letztendlich, ja, Mahlzeichen und so weiter, wisst ihr Bescheid. Ihr kennt die gute Nachricht, nehmt Jesus Christus an als eure Rettung. Alles Gute euch, Shalom, hoffentlich bis bald. Ach so, Rosh Hashanah, ja, das Posaunenfest. Da kommt noch was zu, da möchte ich auch noch was zu machen. Das ist ja, sage ich mal, jedes Jahr High Alert, also wirklich ein Alarmpunkt, wo man sagen kann, das wäre die Möglichkeit einer Entrückung, weil es eben heißt zur Zeit der letzten Posaune. Und zumal die anderen Feste zuvor, also die Frühlingsfeste, die biblischen Frühlingsfesten wurden durch Jesus Christus ja schon erfüllt. Ja, ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe letztes oder vorletztes Jahr da auch eine Sendung zu gemacht. Da müsste man mal hineinschauen. Ja, und jetzt kommen eben die absteigenden, die Herbstfeste. Ja, und Jesus Christus, ja, zum Beispiel dieses Rosh Hashanah, dieses Posaunenfest ist die Möglichkeit der Entrückung, zunächst in die Wolken. Die Evakuierung der Braut, also derjenigen, die Jesus Christus angehören. Nochmals alles Gute, Shalom, bis bald.